Nun ist er gestartet, der Microsoft Flight Simulator. Seine Mission ist für einen Flugsimulator ungewöhnlich, denn er soll Gelegenheitsflieger und Fortgeschrittene genauso packen wie Simulationsprofis. Wir haben mit allen drei Gruppen seit der Alpha-Version wochenlang ausführliche Testflüge unternommen und gucken uns jetzt final an, ob das funktioniert hat. Ist der Flight Simulator wirklich für jeden geeignet? Bevor unser Testvideo losgeht, noch ein Wort zum PC, den wir hier eingesetzt haben. Das ist ein AMD Ryzen 7 Pro 1700X 8 Kern mit 16 GB RAM und einer GeForce GTX 1080 Ti. Also kein High-End-Rechner, aber weiß Gott auch keine Lusche, denn wir wollen euch an einem ganz normalen guten PC zeigen, wo die Performance-Knackpunkte liegen. Das Grafik-Preset steht auf Ultra, der höchsten von 4 Stufen, und die Auflösung ist 1920x1080. So viel kurz jetzt zur Technik, darauf gehen wir nachher nochmal ein, wir machen jetzt erstmal weiter. Also, für wen ist der Flight Simulator denn nun geeignet? Das zeigen wir euch jetzt in 4 Kategorien. Wer noch nie einen Flugsimulator angefasst hat, kommt hier genauso schnell zurecht wie Fortgeschrittene, die zwar schon ganz ordentlich fliegen, aber zum Beispiel mit dem Navigieren auf Kriegsfuß stehen. Denn ihr könnt wahnsinnig viele Assistenten und Flughilfen dazuschalten und genau für euch anpassen. Einsteiger, Landemuffel und Piloten mit Orientierungsproblemen bekommen auf Wunsch Landetunnel zum Beispiel, die euch den richtigen Anflugwinkel und die Speed zur Landepiste markieren. Einsteigern empfehlen wir auch das sehr gute Tutorial mit dem Schulflugzeug Klassiker Cessna 152, das euch von der grundlegenden Steuerung bis zum ersten Alleinflug Schritt für Schritt begleitet. Inklusive sympathisch plaudernder Fluglehrerinnen und Fluglehrer. Solange Sie die Fluglage nicht verändern, gewinnen Sie auch weiter an Höhe. Für Fortgeschrittene gibt es unter anderem Checklisten, die euch mit dem Cockpit eines bisher völlig unbekannten Fliegers vertraut machen können. Das hilft auch Simulationsprofis beim schnellen Umstieg auf eine neue Maschine. Das System mit den vielfältigen Assistenten, die ihr zuschalten, abschalten, umschalten könnt, gefällt uns deswegen so gut, weil es sich sehr gut an die eigene Lernkurve anpassen lässt. Wie bei einem Fluglehrer, der euch unterstützt, aber nach und nach auch selbst mal machen lässt. Das ist ein großer Motivationsfaktor im Flight Simulator. So, die Flugsim-Profis müssen jetzt ganz tapfer sein. Ja, der Flight Simulator lässt sich auch mit dem Gamepad steuern oder sogar nur mit Tastatur und Maus. Das ist dann zwar so, als würdet ihr einen Shooter mit dem Joystick spielen, aber grundsätzlich geht's. Das Problem sind einfach nur die kurzen Wege, gerade beim Gamepad. Wir empfehlen daher zumindest einen Joystick, noch besser einen mit Schubregler. Ihr seid damit flexibel, auch was den Platz auf eurem Schreibtisch angeht und könnt auch noch andere Flugsimulationen oder Spiele steuern. Einfache Joysticks gibt es schon ab 20 Euro aufwärts, für 50-60 Euro bekommt ihr aber schon ordentliche Modelle mit separatem HOTAS-Schubregler. HOTAS heißt einfach Hands on Throttle and Stick, also beide Hände sind damit beschäftigt rumzufliegen. Ihr müsst allerdings ein bisschen aufpassen, seitdem der Flugsimulator rausgekommen ist, ist ein bisschen Nachschubmangel bei den Joysticks. Wir haben uns da mal umgeguckt und da ist einfach plötzlich wahnsinnig viel ausverkauft. Wir haben aber auch aufwendigere Steuerhardware wie das Steuerhorn Alpha Flight Controls von Honeycomb mit dem Flight Simulator getestet, sowie Thrustmasters ungefähr 7 Kilo schweres TPR-Ruder. Sowohl die Erkennung der Hardware als auch die vordefinierte Belegung aller Geräte funktionierten auf Anhieb und die waren auch sinnvoll belegt. Vorsicht allerdings beim Umstecken einzelner Geräte, während der Simulator läuft. Bei uns ist er nämlich dabei mehrfach, abgestürzt. Hier noch ein Tipp für Gamepad-Verweigerer. So ein Pad hat durchaus seine Daseinsberechtigung als Zweitgerät, denn damit könnt ihr im Flight Simulator sehr gut die externe oder die Drohnenkamera steuern, in vielen detailliert einstellbaren Kameraperspektiven. Für eindrucksvolle Screenshots ist das zum Beispiel klasse. Ihr könnt das Pad ja schnell in der Schublade verschwinden lassen, falls eure Simulationsprofi-Kumpels spontan vorbeikommen. Auch das Zusammenstellen einer Flugstrecke ist entweder einsteigerfreundlich in wenigen Sekunden erledigt oder lässt sich viel detaillierter definieren, wenn ihr wollt. Auf einer rotier- und zoombaren Erdkugel seht ihr alle vorhandenen rund 37.000 Flughäfen, Plätze und Pisten. Zu den großen Airports kommen wir nachher noch. Die Ich-will-einfach-nur-rumfliegen-Variante geht dann so. Ort anklicken, als Start- oder Zielflughafen markieren, Flugzeugtyp wählen, fertig. Alternativ gebt ihr den Namen oder den ECAO-Code eines Airports ein. Wir planen jetzt mal einen Flug von A wie Aachen nach Z wie Zwickau. Eine blaue Linie zeigt uns dann, wo es lang geht. Ihr könnt aber auch völlig frei auf die Landkarte klicken und dann an diesem Punkt in der Luft starten. Wer seinen Flug hingegen genauer anpassen möchte, der wählt noch die gewünschten Runways für Start und Landung, Wind, Wetter, Tageszeit, KI oder Live-Flugverkehr und ob ihr nach Sichtflugregeln, also auch per GPS oder über VOR-Drehfunkfeuer, oder nach Instrumenten, also IFR, fliegen wollt.
Dazu kommen wir nachher noch. Aachen-Merzbrück ist ein generierter Flugplatz, kein handgebauter. Er ist also wenig detailliert, aber die Ausrichtung der einzigen Start- und Landebahn stimmt. Wir haben hier noch viele Flughilfen aktiviert, darum gibt es ständig Hinweise. Aber wie gesagt, das könnt ihr alles abschalten. Nach dem tristen Flugplatz gerade ist das detaillierte Cockpit unseres Ultraleichtfliegers umso schicker. Die beiden großen Garmin-Displays sind nicht nur Zierde, sondern sie zeigen die relevanten Flugdaten und die Karte an. Wir können die Glas-Cockpit-Geräte auch bedienen, das zeigen wir euch später genauer. Unser Flug nach Zwickau würde jetzt noch rund 160 Minuten dauern. Die würden aber das Video sprengen, darum springen wir jetzt vor zur Landung. In Zwickau gibt es nicht mal eine Betonpiste, sondern nur viel, viel Gras. Dafür haben wir hier viel Platz. Aber Achtung, der Flight Simulator hat auch Runways mit Gefälle, Buckeln und Senken. Also nicht unterschätzen, auch der hier geht bergauf. Auch bei der Flugzeugauswahl dürfte für jeden was dabei sein. Je nach Version des Flight Simulator, also Standard, Deluxe und Premium Deluxe, sind 20, 25 oder 30 Flugzeuge enthalten. Kolbenmotoren, Turboprops, Jets und Airliner. Hubschrauber gibt's hingegen nicht, die dürften aber später von Add-on-Entwicklern eintrudeln. Und Kampfflugzeuge bleiben sowieso komplett draußen, der Flight Simulator ist rein zivil und soll es auch bleiben. Wir zeigen euch jetzt mal ein paar Flugzeuge, die schon in der Standardversion dabei sind. Zum Beispiel die Icon A5, ein sehr cooles Amphibienflugzeug, ideal für Einsteiger. Das Teil mit dem Druckpropeller hinten überm Cockpit klingt zwar wie ein beleidigter Aufsitzrasenmäher und auch innen erinnert die A5 eher an ein Auto, was unter anderem daran liegt, dass das Cockpit von BMW designt wurde. Aber wer keine Lust auf lange Landeprozeduren hat, ist in der Icon gut aufgehoben, denn der Spaßflieger kann auf jedem halbwegs breiten Gewässer landen und wieder starten. Da reichen schon rund 400 Meter Wasserpiste, wie hier auf dem Münsteraner Aasee. Na gut, bei dieser Landung hier sind es 500 Meter. Und gleich noch ein ulkiges Detail. An der Schmalseite des Aasees, direkt an der Mensa, liegen gerne Studenten in der Sonne. Und irgendwann mal hat ein Kartensatellit gleich drei von ihnen erwischt, die sich irgendwann mal eine Decke geteilt haben. Oder es war ein Dreifachmord und das ist gar keine rote Decke. Naja, egal. Für Kunstflieger sind die pfeilschnelle Extra 330LT oder hier der Doppeldecker Klassiker Pitts Special in der Ausführung S2S dabei. Der einzige Doppeldecker im Flight Simulator ist ein absoluter Kunstflugklassiker. Die erste Pitts Special hatte bereits 1945 ihren Erstflug, damals mit einem mageren 56 PS Motor. Seitdem hat sich die Pitts grundsätzlich kaum verändert, obwohl sie es mittlerweile auf über ein Dutzend Versionen bringt. Das Stangenkonstrukt am linken Flügelende ist ein zusätzlich montiertes Sighting-Device, an dem sich Kunstflugpiloten bodenwinkelmäßig orientieren können und nach der Landung ihre durchschwitzten Klamotten aufhängen. Und dann gibt's da noch die Gruppe der sogenannten Buschflieger. Das sind robuste Maschinen, meist mit dicker Bereifung, die nur wenig Pistenlänge brauchen oder gar keine Piste. Hier stürzt sich unsere Savage Cup in Indonesien den Hang des Buga Lager Airstrips herunter, einer der handgebauten Flugplätze im Simulator. Wobei Flugplätze ein bisschen übertrieben ist, ich würde es eher Indiana Jones Piste nennen. Die Savage Cup kommt auch ohne Garmin Glascockpit oder GPS Schnickschnack aus, hier zählt noch Mechanik. Den Schubhebel, den Landeklappenhebel und das Trimrad zum Beispiel könnt ihr per Maus bedienen oder mit eurem jeweiligen Steuergerät. Okay, kurz nach dieser Aufnahme sind wir abgestürzt, aber wir wollten euch das halt mal zeigen. Viel krasser könnte der Gegensatz kaum sein. Vom Buschflieger in den zweistrahligen Business Jet Cessna Citation CJ4 oder CJ4, der ebenfalls in der Standardversion des Flight Simulator dabei ist. Der fliegende Konferenzraum kommt auf schlappe 835 Stundenkilometer Reisegeschwindigkeit und ein echter Jet kostet günstige 5,5 Millionen US-Dollar, dann allerdings gebraucht. Ja, und jetzt kommen unsere Sorgenkinder. Denn die drei Airliner Airbus A320neo, der Jumbojet 7478i und Boeing Streamliner 787, der nur in der Premium-Version dabei ist, die beeindrucken zwar durch ihre schiere Größe und originalgetreu nachgebaute Cockpits, leiden aber unter Autopilotproblemen. Ein Beispiel von vielen seht ihr hier. Diese 747 ist gerade aus Los Angeles gestartet, doch der korrekt eingestellte Autopilot lässt die Maschine viel zu steil steigen. Sie nimmt wieder Schub weg, steigt erneut und so weiter. Normalerweise sollte es kein Problem sein, mit einer Rate von 1000 Fuß pro Minute und einem Airspeed von 270 Knoten von 10.000 auf 24.000 Fuß hochzusteigen. Zuerst klappte das auch.
Aber dann wurde die Luft oben turbulenter und die arme Boeing kämpft damit, die durch die Turbulenzen verursachten Schwankungen auszugleichen. Der Autothrottle erhöht den Schub, wenige Sekunden später reduziert er ihn wieder, gibt kurz etwas mehr Gas auf etwa 70%, was aber schnell die angestrebte Steigrate überschreitet und so geht's immer hin und her. Bei Kurven sinkt der Jumbojet sogar. Was diese Probleme für Profis bedeuten, das klären wir am Ende im Fazit. Microsoft nutzt für den Flight Simulator den hauseigenen Kartendienst Bing sowie Datenmaterial von Black Shark AI. Darauf basierend wird die gesamte Welt dargestellt. Das funktioniert überwiegend sehr gut, vor allem bei flachen Objekten wie Straßen, Feldern, Wäldern und so weiter. Also alles, was ihr auch bei Google Earth oder eben Bing Maps gut von oben erkennen könnt. Das ist für den Sichtflug schon mal perfekt, denn Flüsse, Eisenbahngleise und Straßen dienten schon den ersten Flugpionieren als Orientierungshilfen. Hier fliegen wir nochmal über Münster und staunen, wie gut hier der Dom, Parks und markante Straßen dargestellt sind. Aber auch weltweit stehen die meisten Gebäude da, wo sie hingehören, inklusive ihrer zumindest groben Grundrisse. Ihr könnt also zum Beispiel auch euer Haus, eure Schule, die Uni, Arbeitsstätte und so weiter sehen, auch wenn Fassaden, Farben oder Dachformen oft abweichen. Allerdings hat der Flight Simulator oft Probleme, die Höhe von Gebäuden korrekt darzustellen. Ein besonders heftiges Beispiel ist das Ulmer Münster mit über 161 Metern Turmhöhe mal eben die höchste Kirche der Welt und die ist hier so flach wie eine Flunder. Wir haben mal auf Bing Maps nachgeschaut, wie es dort zu erkennen ist und ja, auch da sieht das Ulmer Münster aus wie ein rechteckiger Kuhfladen. Offenbar hat der Flight Simulator Probleme, zu dunkle, konturarme Aufnahmen höhenmäßig korrekt zu berechnen. Dafür könnt ihr beliebige Koordinaten direkt in den Flight Simulator eingeben. Hier suchen wir uns gerade auf Google Maps beispielhaft die Koordinaten vom Mount Everest raus. Ihr könnt so auch die von eurem Haus rausfinden, wenn ihr die Adresse angebt. Falls ihr zufällig auf dem Mount Everest wohnt, könnt ihr das natürlich alles in einem Aufwasch machen. Die Koordinaten von Google Maps kopiert ihr dann mit STRG+C. Die so zwischengespeicherten Koordinaten kopiert ihr dann im Flight Simulator auf der Weltkarte in das Suchfeld links oben, einfach mit STRG und V. Jetzt noch die Koordinaten als Ankunftsort bestätigen und fertig. Und schon sind wir auf dem höchsten Dach der Welt. Wie gesagt, das funktioniert mit allen Koordinaten. Ihr könnt so direkt zum Grand Canyon springen, zum Tafelberg in Kapstadt oder zur Zitadelle von Melbourne. Die Melbourne Citadel sagt euch nichts? Das ist dieser überdimensionierte Wolkenkratzer mit 212 Stockwerken hier. Daran ist ein Tippfehler in den Daten von OpenStreetMap schuld, auf die auch Microsoft Such- und Kartendienst Bing zugreift. Denn in OpenStreetMap war das Gebäude versehentlich mit 212 Stockwerken gelistet, wie der Änderungsverlauf zeigt, obwohl es eigentlich nur schlappe Zweigeschosse besitzt, also wie alle Gebäude drumherum ungefähr. Der Fehler dort ist allerdings schon korrigiert, bald könnte die Citadel verschwunden sein, also schnell noch vorbeifliegen, hier kommen die Koordinaten eingeblendet. Aber woher eigentlich der Name Citadel? Den haben ihr Half-Life-Fans verpasst. Pate steht die Citadel der Combine aus Half-Life 2, die ebenfalls weit aus der Stadt emporragt. Die erste deutsche Citadel ist übrigens auch schon aufgetaucht, in Altenbuseck bei Gießen. Viel Spaß beim Suchen, ich habe die Koordinaten hier, aber ihr könnt auch mal was tun. So, spätestens jetzt stößt unser Testrechner echt an seine Grenzen. Denn der Flughafen Paris-Charles de Gaulle ist einer der handgebauten großen Airports und es ruckelt auf Ultra einfach nur noch, also runter auf Mittel mit den Einstellungen. Und so sieht's auf dem mittleren Grafik-Preset aus, ebenfalls auf 1920x1080. Richtig schnell läuft es immer noch nicht, aber spürbar besser. Dicht über dem Boden und bei detaillierten großen Flughäfen ist der Flight Simulator halt besonders ressourcenfressend. Doof, der einzige handgebaute deutsche Flughafen ist Frankfurt am Main und der ist auch nur in der Premium Deluxe Version dabei, genauso wie diese Boeing 787 Dreamliner, die wir gerade mehr oder weniger elegant landen. Allerdings hat unter anderem Nachschublieferant Aerosoft schon Flughafen-Add-ons angekündigt, darunter Hamburg, Köln, Bonn und München. Auch das Andocken am Gate über die Jetway Bridge, die Versorgungsfahrzeuge, der Funkverkehr, all das trägt viel zur Fliegeratmosphäre bei. Den Funkverkehr könnt ihr euch auch komplett in der Luft von eurem Co-Piloten übernehmen lassen, wenn ihr das so wollt. Der Flight Simulator inszeniert nicht nur die realistischsten, schönsten Wetterdarstellungen der Simulatorgeschichte, sondern auch der PC-Spiele überhaupt. Wetter, Wolken, Windgeschwindigkeit, Windrichtung und die Uhrzeit, die könnt ihr nicht nur vor einem Flug anpassen, sondern auch im Flug. Wer es ganz realistisch mag, wählt die Live-Einstellungen, dann sind alle Bedingungen so, wie sie auch gerade vor Ort in der Realität herrschen. Die Wettereffekte spürt ihr aber nicht nur optisch. Ihr könnt beispielsweise einstellen, dass kalte Temperaturen nur die Scheiben vereisen lassen oder auch die Flügel. Wenn eure Maschine dann keine Enteisungstechnik an Bord habt, könnt ihr nur schleunigst in wärmere Schichten fliehen.
Vorhin, auf dem Weg nach Zwickau, haben wir euch ja mal kurz gezeigt, wie sich unser GPS bedienen lässt. Hier am Boden können wir euch das besser demonstrieren. Über die Airport-Codes gebt ihr euren Start- und Zielort ein oder fügt Wegpunkte hinzu. Das ist auf den kleinen Knöpfchen allerdings etwas futzelig, aber es gibt einen Trick. Wenn ihr die rechte Alt-Taste gedrückt haltet, verwandelt sich der Mauszeiger in eine Lupe mit einem Plus-Symbol. Damit öffnet ihr ein separates Fenster eurer Flight-Management-Systeme, Touchpads, Navis und so weiter, und das lässt sich wiederum auf Vollbild umstellen oder sogar auf einen anderen Bildschirm ziehen und schon könnt ihr besser damit arbeiten. Der Microsoft Flight Simulator ist kein Spiel im klassischen Sinn. Es gibt keine Missionen oder Kampagnen, ihr schaltet keine neuen Flugzeuge oder Gebiete frei, ihr führt auch kein Unternehmen. Jenseits der riesigen Open World, sozusagen, gibt es lediglich zwei sogenannte Aktivitäten. Zum einen drei Wildnisflüge durch Patagonien, Arizona und den Balkan. Dabei fliegt ihr anhand markanter Wegpunkte ausschließlich nach Sicht, also nach VFR-Regeln. Wenn alles gut läuft, seid ihr nach schlappen 8 bis 10 Stunden am Ziel. Echten Stunden wohlgemerkt, aber ihr dürft unterwegs speichern, übrigens auch in der Open World. Die zweite Gruppe der Aktivitäten sind die 24 Landeherausforderungen. Bei denen müsst ihr auf besonders anspruchsvollen oder windigen Flugplätzen landen. Je sanfter und präziser ihr am Zielpunkt zum Stehen kommt, desto mehr Punkte kassiert ihr, die wiederum in einer Online-Highscore-Liste eingetragen werden. Hier landet unser Mittester Adrian seine Grand Caravan im nepalesischen Lukla, kurz vor dem Mount Everest. Ihr müsst hier steil bergauf landen und die einzige Bahn misst übersichtliche 527x30 Meter, steigt um 12% an und am Ende droht nahtlos ein Steilhang. Der Airport gehört dadurch zu den gefährlichsten der Welt, immer wieder verunglücken hier Flugzeuge. Nach diesen dramatischen Worten kommen wir zum Fazit. Wer den Flight Simulator hauptsächlich für lange Interkontinentalflüge mit den großen Airlinern einsetzen will oder generell viel Wert auf eine schraubengenaue Simulation legt, der sollte lieber auf die Add-ons von PMDG, FS Labs, Aerosoft und Co. warten. Zwar kann man jetzt schon komfortabel Flugpläne erstellen und dass der Flight Simulator endlich von Haus aus regelmäßig aktualisierte Navigationsdaten mitbringt und Prozeduren unterstützt, das ist toll. Aber die Default Airliner sind nicht nur arg vereinfacht, sondern auch nicht zuverlässig. Mal scheint alles zu funktionieren und dann halt doch wieder nicht. Das ist auf Dauer frustrierend, weil es so unvorhersehbar ist und darum auch kein verlässlicher Workaround planbar ist. Wer aber gerne mit aktuellen Avionics-Systemen und Glascockpits fliegt, der hat im Flight Simulator unter anderem mit Garmins G1000 und G3000 viel zum Spielen, auch wenn die Systemtiefe trotzdem gering ist. Hier könnt ihr derzeit auch mehr mit den IFR-Flugplänen anfangen, weil die Autopiloten in den kleineren Maschinen verlässlicher funktionieren. Vor allem aber diejenigen unter euch, die gerne mit kleineren Flugzeugen einfach nach Sichtflugregeln unterwegs sind oder auch einfach mal drauf losfliegen wollen, die finden im neuen Flight Simulator eine virtuelle Welt, die von Anfang an so gut und glaubhaft aussieht wie nie zuvor in der Geschichte der Flugsimulation. Auch wenn einzelne Flugplätze fehlen oder manche Landmarke nicht da ist, durch den hohen landschaftlichen Detailgrad im Online-Modus gibt es trotzdem genügend Orientierungspunkte. Und verflixt noch eins, der Flight Simulator sieht einfach toll aus. Auch wenn am Boden Kirchenplatz sind oder komische Wolkenkratzer herumstehen, das ist Jammern auf hohem Niveau, von hier oben sieht das doch kein Mensch. Zum Schluss habe ich noch zwei Tipps für euch. Der erste, wenn ihr unsicher seid, ob der Flight Simulator auf eurem PC halbwegs gescheit läuft, dann holt ihr euch doch einfach den Xbox Game Pass für PC, der kostet für Einsteiger, glaube ich, probeweise 1 Euro für einen Monat lang. Ladet das Ding runter, probiert's aus, einfacher geht's nicht. Und der zweite Tipp, das ist total uneigennützig, unser dickes Sonderheft zum Flight Simulator von GameStar. Rund um GPS-Nutzung, wie ich einen Autopiloten einsetze, wie ich mich nach Sicht orientiere. Also wirklich so, als ob ihr endlich mal einen Fluglehrer neben euch sitzen habt, der geduldig erklärt, wie das alles funktioniert, sodass auch Leute wie ich das verstanden haben, die mit den ganzen Abkürzungen überhaupt nichts anfangen können. Aber wir haben wirklich auf Fachchinesisch verzichtet und das so erklärt, dass jeder wirklich mit dem Ding fliegen kann.